Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du 60 Euro PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineba.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 Euro PSN-Karte zahlst du über 12 Euro weniger mit dem Code Chappy. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ihr habt absolut, wirklich absolut, ich werde es nicht buchstabieren, jeder weiß, wie es geschrieben wird, habt absolut die Kuh vom Eis geholt. Nein, das ist ja eigentlich eher im Schlimmfall. Ihr habt absolut mit dem letzten Support auf dem Video zur Taschenlampe, was unglaublich ist, dass sowas ein Thema im Gaming ist, habt ihr es absolut wieder zerstört. Vielen, vielen Dank für die ganzen Abos, vielen, vielen Dank für die Likes. Macht das gerne heute nochmal. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo für mich da. Es ist kostenlos für euch. Mir hilft es, dass die Videos mit Tipps, Tricks, coolen Sachen, wichtigen Sachen weiter in der Welt verbreitet werden. Ich verdiene dabei noch ein paar Cent mehr, das muss man ja auch mal sagen. Vor allen Dingen aber ist es so, dass umso größer die Reichweite ist, umso mehr Leute witzige, ernste, nützliche Informationen einfach bekommen. Also Leute, vielen Dank erstmal für den Support auf dem letzten Video und vielen Dank auch schon mal vorab für den jetzt. Ich möchte heute über das Thema Serverprobleme, beziehungsweise wir denken, es sind Serverprobleme, aber in Wirklichkeit müssen wir unsere Aufsätze dem Spiel anpassen, Thema sprechen. Ihr habt es mit Sicherheit schon mitbekommen. Viele von euch haben es in den Kommentaren schon geschrieben. Ich bin die ersten Tage und Wochen absolut, oder ersten Tage, in Cold War dran verzweifelt. Mit meinen Waffen. Und ihr wisst es, Skill-Based Matchmaking ist ein Riesenthema an diesem COD. Ich stehe bei einer hervorragenden 0,98 KD. Jetzt mittlerweile vielleicht mal 0,99 oder 0,97. Ich spiele in jeder Runde, wirklich in jeder Runde Solo, und ich spiele gegen 6 Deutsche, 5 Franzosen, 1 Deutschen, 4 Franzosen, 2 Deutsche, 3 Deutsche, 3 Franzosen. Wir haben 5-mal die MP5. Wir haben einmal die M16, wir haben 5-mal die M16, einmal die MP5, wir haben 3-mal die AUG, wir haben 2-mal die AUG, wir haben 5-mal die AUG. Ich spiele jede Runde gegen die größten Schwitzer aller Zeiten und jede Runde spielen die Leute die MP5, die AUG oder die M16. Die drei überpowerten Waffen, die ich jemals in einem COD gesehen habe. Und jeder von euch, der World at War gespielt hat, wird sagen, ja, die MP40 war auch krass. Ja, war sie. Aber die MP5 hier schlägt absolut alles. Was aber viele mitbekommen haben, gerade bei der MP5, auch bei anderen SMGs, wenn ich aus der gewissen Entfernung auf den Gegner schieße und ich habe Clips von euch gesehen, Videos, alles mögliche, dann heißt es immer, meine Serververbindung ist scheiße, der Server von Treyarch, von Activision ist scheiße, irgendwie passt das überhaupt nicht, meine Bullets kommen nicht an und. Und ich habe auch erst gedacht, weil Treyarch ja leider dafür bekannt ist, dass die Games an sich gut sind, aber die Server und die Hit Detection immer Probleme haben, dass es irgendwie an den Server liegen muss, und habe das Ganze getestet. Ich habe mir auch die Aufsätze angeguckt und dieses Jahr ist es mehr als jemals zuvor, dass wir mit den richtigen Aufsätzen auf den Waffen all die Fehler und Bugs von diesem unvollständigen COD-Game, was es leider einfach ist, einigermaßen beheben können. Und neben der Taschenlampe, der als Aufsatz, Videos oben verlinkt, einer der wichtigsten Aufsätze überhaupt, neben der Taschenlampe gibt es den zweiten wichtigen Aufsatz, und das sind eure Läufe. Und jetzt werdet ihr euch denken, was für Läufe. Die MPs, Sturmgewehre, LMGs, Sniper haben alle ja verschiedene Kategorien für die Ausrüstung. Eine Kategorie dieser Ausrüstung ist der Lauf auf eurer Waffe. Diese Läufe könnt ihr, je nachdem, was ihr haben wollt, ändern. Ihr könnt eure Schadensreichweite erhöhen, ihr könnt einen Schalldämpfer einbauen, ihr könnt die Projektilbeschleunigung erhöhen. Und das ist das Kernthema des heutigen Videos und das, was ihr euch gerne vorstellen wollte. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr im Game gerade mit einer MP und dann vielleicht noch einen Schalldämpfer, wodurch ihr weniger Schadensreichweite bekommt, wodurch ihr weniger Bullet Velocity, also Projektilbeschleunigung bekommt, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr mit diesen Waffen und diesen Ausrüstungen, die ihr bisher habt, irgendwie Gegner, die ein paar Meter weit weg sind, nicht trefft, dass die Kugeln nicht connecten, solltet ihr ganz genau hingucken und euch einmal eure Aufsätze nochmal anschauen. In dem Game hat Treyarch sich so dafür entschieden, dass der Bullet Drop, das heißt wie im richtigen Leben, eine Kugel, die ich
Wenn ich eine Waffe gerade abfeuere, fliegt die Kugel geradeaus und fliegt dann irgendwann weiter nach unten, weil sie ja durch die Schwerkraft und durch den Widerstand der Luft Energie verliert und die Schwerkraft drückt sie nach unten. Das gleiche Phänomen haben wir hier in Cold War. Es ist ähnlich wie in Warzone, nur gefühlt noch etwas stärker. Jede Waffe hatte die Möglichkeit, zum Beispiel bei den MPs habt ihr es ganz doll, Schalldämpfer aufzubauen. Schalldämpfer sind generell im Vorteil. Ihr könnt auf der Minimap, wenn ihr schießt, nicht gesehen werden. Die Schalldämpferwaffen schießen ein bisschen leiser generell. Man hört es trotzdem mit dem Headset. Und der Nachteil von dem Ganzen, ihr habt immer Nachteil bei sowas, eure Schadensreichweite geht runter. Das heißt, ihr macht auf Entfernung weniger Schaden. Und ihr macht oder habt in eurer Waffe weniger Bullet Velocity, das heißt Projektilgeschwindigkeit. Und in den Test, was ihr auch im Hintergrund sehen könnt, ist das Ganze eben einfach getestet worden. Was ist der Unterschied zwischen einer Waffe, wenn ich mit der MP5 auf Entfernung schieße, ohne einen Aufsatz? Was ist mit der MP5, wenn ich mit dem Schalldämpfer schieße? Und was ist mit der MP5, wenn ich zum Beispiel den Lauf nehme, der am meisten Projektilgeschwindigkeit und am meisten Schadensreichweite auf die Entfernung gebe? Und die Testergebnisse sind deutlich wie nichts anderes. Erstmal unterteilen wir. Die SMGs haben die geringste Projektilgeschwindigkeit. Die Sturmgewehre haben eine relativ gute Projektilgeschwindigkeit. Die LMGs, die Maschinengewehre, haben eine sehr hohe Projektilgeschwindigkeit. Treyarch hat sich dieses Jahr tatsächlich dafür entschieden, was generell eigentlich nicht so schlecht ist, wenn man, wie mit solchen Videos heute, deswegen gerne Like und Abo da lassen, dahinter kommt, wie die Aufsätze tatsächlich das gesamte Spielverhalten für dich, für mich, für uns verändern. Und dieses Jahr ist es so, dass sie eben gucken wollten, wie können wir die SMGs ungefähr auf ein Level bringen, dass sie zwar auf kurze Distanz die Sturmgewehre schlagen, aber auf lange Distanz, ohne dass wir zu viel Rückstoß hinzufügen, trotzdem noch, abgeschwächt werden. Und dann hat man sich dafür entschieden, dass man einfach die Bullet Drop Time sehr drastisch runtersetzt. Das heißt, SMGs von Standard aus, da könnt ihr als Ausnahme die AK-47U nehmen. Die hat zum Beispiel die doppelte Projektilgeschwindigkeit von der MP5. Die MP5 mit Schalldämpfer verlieren so schnell an Geschwindigkeit, dass ihr einfach eine sehr lange Zeit habt zwischen ich schieße auf 100 Meter auf den Gegner, was bei Multiplayer-Maps-Karten schon sehr groß ist, und dem Moment, wo diese Kugel den Gegner trifft, wie man es eben auch im Hintergrund sehen kann und sehen konnte. Wenn ihr jetzt aber einen Aufsatz wählt, der eine hohe Projektilgeschwindigkeit dazu bringt, 80-90% gibt es, dann seht ihr, dass diese Kugel von dem Moment, wo ihr schießt, bis zum Gegner viel, viel schneller im Gegner einschlägt und dadurch ihr nicht das Gefühl habt, ich habe hier Lag Compensation, ich habe hier einen Lag Spike, irgendwie der Gegner ist zwar direkt in meinem Feld, aber ich habe auf ihn geschossen, es kommt trotzdem nicht an. Das ist generell in dem Fall negativ, weil der Spieler, weil wir das Gefühl haben, unsere Serververbindung funktioniert nicht, unser Ping funktioniert nicht, das Netzwerk, irgendwas stimmt da einfach nicht. Denn wir kennen das so, Hit Detection, wenn ich auf den Gegner auf die Brust ziele, trifft die Brust auch. Bei Hitscan ist das eben in dem Fall jetzt so, dass wir auf die Projektilbeschleunigung bei den einzelnen Waffen achten müssen. Extrem darauf achten müssen wir bei den SMGs, vor allen Dingen, wenn wir Schalldämpfer aufsetzen. Wenn wir Schalldämpfer auf die SMGs draufsetzen, solltet ihr unbedingt gucken, dass ihr als Möglichkeit bei dem Lauf etwas habt, was sowohl Projektilbeschleunigung als auch Schadensreichweite dazu wieder hochsetzt. Dann kommt ihr ungefähr so bei 0, vielleicht plus 10% raus, aber ihr habt den Schalldämpfer, ohne dass eure Waffe nur noch auf ein paar Meter Entfernung wirklich Leute schnell trifft. Ansonsten wird es sehr, sehr schwer für euch im Multiplayer-Game, wenn es hektisch zugeht, wenn viel Action ist, wenn ihr Gegner auf Distanz mal challengen wollt, was mit der MP5 geht und mit allen anderen SMGs auch und auch mit der Bullfrog, weil das einfach Waffen sind, die nicht allzu viel Rückstoß haben, dann werdet ihr das Problem haben, und so wie ich das jetzt lange Zeit hatte und viele von euch glaube ich auch, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr jetzt auch so das Gefühl hattet, dass irgendwie eure Kugeln nicht ankommen. Das könnt ihr eben mit den richtigen Aufsätzen, in dem Fall dem richtigen Lauf, ändern. Bei den Sturmgewehren muss man dazu sagen, dass ihr den nicht unbedingt für die Projektilbeschleunigung braucht, aber
Wenn ihr mit manchen Sturmgewehren andere Waffen challengen wollt auf Entfernung, zum Beispiel auch ein LMG, dann solltet ihr gucken, dass ihr einen Lauf installieren könnt, der vielleicht keine hohe Projektilbeschleunigung hinzufügt, aber eine erhöhte Schadensreichweite, dass ihr die Schadensreichweite, die manche Sturmgewehre haben, einfach noch ein bisschen weiter ausbauen könnt. Das heißt, ihr seht das ungefähr. Jede Waffenkategorie dieses Jahr hat ein oder zwei Aufsatzvarianten und Aufsätze, bei denen man mehr richtig machen kann und bei denen man mehr falsch machen kann. Dadurch, dass wir eine normale Minimap haben und Drohne, Konterdrohne nicht alle 10 Sekunden gerufen werden kann oder gerufen werden kann, obwohl gefühlt jeder in meinem Gegnerteam andauernd eine Drohne hat, weil jeder die Sachen geschenkt bekommt, egal wie gut oder schlecht er ist. Deswegen muss man eben darauf achten, möchte ich auf dem Radar angezeigt werden oder möchte ich es nicht? Wenn ihr nicht auf dem Radar beim Schießen angezeigt werden wollt mit dem Schalldämpfer, guckt auf jeden Fall, dass ihr auf eurer Waffe einen Aufsatz habt, einen Lauf, der eure Projektilbeschleunigung erhöht, eure Schadensreichweite, und dann macht ihr im Game auch absolut nichts falsch. Ich hoffe, die Infos haben euch geholfen. Ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen. Ändert eure Klassen vielleicht ein bisschen, probiert ein bisschen aus, testet es gerne. Ich garantiere euch, es funktioniert. Ich bin raus für heute, haut rein.